Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer heutigen Online-Konferenz. Heute das Thema Corona-Update zum Immobilienmarkt bzw. zum Gesamtthema Immobilien. An dieser Stelle, da ich sehe, dass sich noch einige Teilnehmer einwählen, möchte ich noch mal ganz kurz die Zeit nutzen, ein paar organisatorische Hinweise zu geben und Hinweise auf weitere Online-Konferenzen. Ich habe es Ihnen mal kurz eingeblendet. Aktuell sind noch zwei weitere Online-Konferenzen geplant, beziehungsweise einmal das Update Kapitalmärkte, das wir jeden Freitag bei uns finden. Das heißt, diese Woche und auch noch die kommenden 2 Wochen immer um 12 Uhr. Wenn Sie sich anmelden, dann sind Sie automatisch für alle Termine registriert. Und in dieser Online-Konferenz stellen wir eben jeden Freitag einen kurzen Überblick zu den Kapitalmärkten und unsere Einschätzung dazu dar. Ansonsten auf vielfachen Wunsch noch neu hinzugekommen, das Thema Gold und die Fragestellung, inwiefern es eine sinnvolle Ergänzung für die Vermögensstruktur ist, welche Investitionswege es gibt, was unsere Meinung dazu ist, die Einschätzung und so weiter. Alles das am kommenden Montag um 16 Uhr. Auch da die Anmeldemöglichkeit auf unserer Webseite beziehungsweise im E-Mailing, das Sie im Anschluss an dieses Webinar auch mit der Aufzeichnung der heutigen Online-Konferenz erhalten. An dieser Stelle vielleicht auch an diejenigen von Ihnen, die am vergangenen Montag mit in der Online-Konferenz waren, der Hinweis, auch die Aufzeichnung dazu werden wir noch zur Verfügung stellen. Das haben wir nicht vergessen. Das kommt einfach noch nachgeliefert. So, somit möchte ich eigentlich auch schon übergeben an Christoph Leichtweis, der uns heute oder jetzt mal in den nächsten Minuten darstellen wird, was unsere Einschätzung zum Thema Immobilienmarkt, ein kleines Update beziehungsweise eine kleine Rekapitulation der vergangenen Jahre, einen aktuellen Stand, ein bisschen volkswirtschaftliche Einschätzung und dann das ganze Thema, was bedeutet die aktuelle Situation, welche Implikationen lassen sich daraus ziehen, etc. Alles das wird er uns darstellen. Somit jetzt hier einmal der Wechsel. Und noch kurz der Hinweis meinerseits, Fragen werde ich parallel zur Online-Konferenz bereits im Auge behalten. Wir beantworten die wie immer gesammelt am Schluss, sodass es möglich ist, da auch entsprechend das, die ganze Online-Konferenz mit einzubeziehen und Unterbrechungen zu vermeiden. Sofern ich kurzfristig Antwort geben kann, werde ich das parallel tun. Alle weiteren Fragen dann, wie gesagt, am Schluss. Ja, wunderbar. Dann steigen wir doch mal ein in das Thema Immobilien. Das Ziel kann natürlich nur sein, Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Themen zu geben. Rund 30 Minuten Dauer haben wir ja eingeblendet. Von der Seite würden wir auch direkt rein starten. Und wir schauen uns zunächst die Agenda ein. Immobilien, wo kommen wir eigentlich aktuell her? Ich glaube, das nochmal sehr interessant auch zu beleuchten. Dann das volkswirtschaftliche Umfeld, das natürlich auch im heutigen Umfeld eine besondere Bedeutung, aber auch hier die Sichtbarkeit nicht besonders hoch. Marktentwicklung, da wollen wir uns anschauen, wo wir gegebenenfalls Indikatoren für die Zukunft finden können. Geldpolitik und Inflation, natürlich auch ein wichtiger Einflussfaktor auf alle Vermögensklassen, aber insbesondere Immobilien als zinsnaher Vermögenswert, als auch sogenannter Sachwert, natürlich mit einer besonderen Bedeutung, insbesondere auch mit einer emotionalen Verbindung für viele Personen. Eurokrise 2.0. Ich denke, man kann nicht über Angebot und Nachfrage von sicheren Häfen wie beispielsweise Wohnimmobilien sprechen, ohne das volkswirtschaftliche Umfeld zu berücksichtigen. Und dann Planung ist erforderlich, welche Themen wir hier aktuell noch insbesondere sehen. So, damit ich jetzt auch ein bisschen mittig bin. Genau, perfekt. So, schauen wir uns das Ganze dann kurz an. Wo kommen wir her? Es ist ja noch gar nicht lange her, da waren wir eigentlich noch im Wunderland. Wir hatten eine sensationell niedrige Arbeitslosenquote, wir hatten Allzeithochs an den Kapitalmärkten. Es war ein sehr schönes Szenario. Den Schock aus dem Jahr 2018, den hatte man verdaut. 2019 hat positiv überrascht. Die konjunkturellen Frühindikatoren haben sich wieder stabilisiert. Also man konnte eigentlich davon ausgehen, dass das Jahr 2020 relativ unspektakulär verläuft. Die Zinsen sind niedrig,
Die Konjunktur läuft, sie läuft nicht optimal, aber sie läuft auf einem sehr guten Niveau und insbesondere Deutschland aufgrund seiner gut positionierten wirtschaftlichen Lage, dementsprechend auch mit niedriger Arbeitslosenquote, tendenziell Lohnanpassung nach oben, Rentensteigerungen für die Renten von rund 4% oder mehr. Also wirklich, das war alles wie Alice im Wunderland, wenn man aus der heutigen Perspektive zurückschaut. Und dementsprechend nochmal der Blick auf die Immobilienmärkte. Und hier sieht man schon sehr empfehlenswert, das ist von Empirica, dem Empirica-Institut. Die berechnen jeweils auch einen Blasenindex. Also die Frage stellt man sich, gibt es eine Preisblase an verschiedenen Segmenten? Und das ist sehr interessant, weil man dann auch entsprechende Einflussfaktoren jetzt vor dem Hintergrund der Corona-Situation eben vielleicht auch neu bewerten muss, respektive es sind zumindest die Denkanstöße, die man hier setzen kann. Und hier gibt es eben verschiedene Indikatoren, die entsprechend mit eingehen. Und hier oben, da sieht man dieses Thema, dass die Relation von Preis und Einkommen. Also hier schaut man sich an, wie entwickeln sich die Immobilienpreise entsprechend auch hier zu den Einkommen, zu den verfügbaren Einkommen. Und Sie sehen schon hier, je weiter der Wert hier oben vom Normalwert weg ist, da sehen Sie schon diese Einzelkomponente, die zeigt schon, also Preis der Immobilien und das Einkommen der Personen in Deutschland, das hat sich doch sehr stark voneinander abgekoppelt und dieser Teilindikator spricht dementsprechend dafür, dass die Immobilienpreise vielleicht doch etwas zu hoch sind. Ein anderer Aspekt ist der Vervielfältiger. Sie wissen, insbesondere bei natürlich vermieteten Immobilien stellt sich immer die Frage, das wie vielfache einer Jahresmiete bezahle ich, um den Vermögensgegenstand zu erwerben. Das Ganze leider nicht rechtlich einheitlich definiert. Manchmal werden dort die Nebenkosten nicht mit aufgenommen. Teilweise sind auch Instandhaltungskosten oder auch Mietausfallrisiken als kalkulatorische Themen nicht enthalten. Also das doch ein bisschen sehr wild west, was hier auch an den Renditen dann auch teilweise auf der Verkäuferseite gegenüber den möglichen Käufern kommuniziert wird. Aber wenn wir uns das anschauen, diese Vervielfältiger, die sind sehr, sehr stark angestiegen und sind auch deutlich von dem Normalwert weg. Und deswegen diese beiden Komponenten, die sind auch der Grund dafür, warum Sie häufiger in den Medien gelesen haben, dass die Immobilienpreise nicht mehr zu den Einkommen passen. Das ist eben dieses Thema Preiseinkommen, dass eben die Immobilienpreise den Mieten davongelaufen sind und das auch nichts anderes, als dass eben diese Vervielfältiger sehr, sehr stark entsprechend hier angestiegen sind. Und das teilweise, wo Sie früher Vervielfältiger von 10 hatten, haben Sie heute Vervielfältiger von 30. Soll ja auch Mehrfamilienhäuser in München geben, die wurden zu den über 50-fachen verkauft. Also sprich, diese beiden Teilindikatoren zeigen doch, dass die Preise sehr, sehr stark am oberen Rand sind und dementsprechend auch die Blasengefahr im Sinne einer Preisblase hier eher überdurchschnittlich hoch ist. Was insgesamt das ganze Thema auf einem wieder nach unten gezogen hat, das sehen Sie hier unten, diese grau gestrichelte Linie, dass dieses Thema Wohnungsbaukredite, also das typischerweise noch nicht in der Abweichung von der Norm, von den langfristigen Durchschnitten so hoch, dass man sich extreme Gedanken drüber machen müsste, aber Sie sehen es auch zumindest leicht über dem, was hier Empirica als Normalwert definiert. Und dann ein Punkt, der natürlich immer wieder dagegen spricht, gegen diese Argumentationskette, dass wir in Deutschland eine Preisblase bei Immobilien haben. Hier dieser Einzelindex der Fertigstellungen, also sprich, es fehlt einfach noch Wohnraum. Und wenn Sie dann diese vier Einzelsegmente hier zusammennehmen, dann haben Sie eben diesen Gesamtindex und der zeigt eben, wir sind hier ein gutes Stück über diesem Nominalwert. Also, das die Themen, die wir auch hier dieses Jahr diskutiert haben und es gibt eine Vielzahl an Studien von der Bundesbank, von Instituten, von Banken. Am Ende des Tages muss man sagen, es gibt keine Studie, die sagt, die Immobilien in Deutschland sind günstig. Die meisten warnen von gewissen Überbewertungen, die meisten schlagen eigentlich auch in die Kerbe, die wir hier auch in diesen Einzelindikatoren entsprechend sehen. Und das war alles eben die Phase vor Corona. Und wenn wir uns nun eben mal überlegen, naja, auf welche Einflussfaktoren müssen wir denn jetzt schauen, dann ist, glaube ich, ganz klar, wenn wir in eine Rezession gehen und dass wir in eine Rezession gehen in Deutschland, das ist klar. Nur die Dauer, die wird im Endeffekt fraglich sein. Dann ist das natürlich für die Einkommen nicht besonders positiv. Wenn wir auf der anderen Seite sehen, dass vielleicht hier auch mal
Mieten ausfallen, dass wir Einschränkungen haben. Wir hatten ja auch schon vor Corona dieses Thema Mietendeckel in Berlin, was ja auch dann teilweise wieder als Modell für Gesamtdeutschland auch politisch auch mal propagiert wurde in Teilbereichen. Also das sind die Punkte, die uns hier dementsprechend stark bewegen und der ein oder andere Kommentator hat ja bereits Ende des Jahres 2019 gesagt, naja, im deutschen Immobilienmarkt ist viel Luft. Was mal fehlt, ist so eine Nadel, um diesen Ballon zum Platzen zu bringen. Und nun können wir trefflich darüber diskutieren, ob die Corona-Krise respektive die Eindämmungsmaßnahmen, die man vorsieht, um hier Teile der Gesellschaft zu schützen, eben genau diese Nadel sind. Aber wie gesagt, wichtig an der Stelle, ich glaube, da kommen wir her. Und auch das sollte man sich ja auch immer mal wieder in Erinnerung rufen, genau wie in anderen Segmenten der Kapitalmärkte, wo Anleger teilweise zu niedrige Renditen akzeptiert haben. Wir sehen das bei nachrangigen Bankanleihen. Man hat das bei sogenannten Hochzinsanleihen gesehen. Dort haben die Anleger einfach zu hohe Multiplikatoren akzeptiert für das Risiko. Die Renditen waren also nicht hoch genug, um das Risiko zu reflektieren. Und das ist ja auch durchaus ein Punkt, den man tendenziell für den Immobilienmarkt sehen könnte. Das in einer isolierten Betrachtung. Dass dieses Thema Preisblase in Deutschland kein Geheimtipp ist, hier nochmal eine weitere ausgewählte Grafik, diesmal von der UBS. Die berechnen auch so ein Global Real Estate Preisblasenindex. Und grundsätzlich bei diesem Thema Preisblase muss man immer sagen, man weiß immer erst im Nachhinein, ob man sich in einer Blase befunden hat. Deswegen diese Preisblasenindizes, die versuchen nur einen Indikator dafür zu geben oder eine Orientierung zu geben, inwieweit man glaubt, dass gewisse Preise sich einfach von dem fundamentalen Wert wegbewegt haben. Ob man wirklich in der Preisblase war, das sieht man immer erst hinterher. Aber Sie sehen es auch schon hier, wenn Sie sich hier mal die größten Städte anschauen, dann sehen Sie München auf Platz 1, Frankfurt auf Platz 5. Ja, also das ist ja schon auch ein deutliches Zeichen dafür, dass man eben dieses Thema Preisblase in Deutschland nicht ganz wegwischen darf. Wie gesagt, Meinungen zu weiteren Marktentwicklungen sind immer persönliche Einschätzungssache. Aber ich glaube auch schon, dass viele auch durch solche Darstellungen darin bestätigt werden, was sie im persönlichen Leben sehen. Man läuft in der Stadt durch die Einkaufszone und Einkaufsstraßen und schaut sich dann hier teilweise mal die Immobilienangebote an und sieht dann hier 65 Quadratmeter in Darmstadt im Plattenbau kosten 260.000 Euro plus 13% Nebenkosten. Dann sind sie roundabout bei, naja, 290.000 Euro oder fast 300.000 Euro und 300.000 Euro für 65 Quadratmeter im hübschen Plattenbau. Da kann man natürlich darüber diskutieren, ob das angemessen ist oder nicht. Also, das muss man ganz klar festhalten, weil auch das ist klar. Viele Themen der Abweichung von fundamentalen Werten, die werden, solange es steigt, diskutiert, werden zur Kenntnis genommen, aber ignoriert. In dem Moment, wo sich das Sentiment, die Stimmung am Markt ändert, dann werden die gleichen Nachrichten auf einmal anders interpretiert und dienen dann eben dazu, auch Preisrückgänge argumentativ zu rechtfertigen. Das kennen wir vom Aktienmarkt, das kennen wir von Edelmetallen, das kennt man vom Öl und das kennt man natürlich auch von Immobilien. Daher nur nochmal hier der Hinweis an dieser Stelle. Bei Immobilien haben wir grundsätzlich ja eine Zusammensetzung des Gesamtertrages, der sich zusammensetzt aus dem, wenn Sie wollen, dem Kapitalwachstum, insbesondere höhere Multiplikatoren sind hier eine wesentliche Rolle und natürlich dem laufenden Ertrag, also perspektivisch der Miete. Und wenn wir insgesamt mal hier auf das Thema Residential schauen, also Wohnen, das glaube ich für einen Großteil der Teilnehmer das relevante Thema ist, wenn es um Kapitalanlagen geht oder auch um die Frage Mieten oder Kaufen für die Eigennutzung. Aber bleiben wir bei der Kapitalanlage, dann sehen wir hier auch schon sehr deutlich, dass die Mietrenditen, wie wir es auch früher in den Daten von Empirica gesehen haben, wie wir es aus vielen anderen Studien kennen, wie wir es auch aus Berechnungen von einer Vielzahl von Kunden kennen, dann sehen wir, dass diese Renditen sehr, sehr stark zurückgekommen sind. Sie sehen es hier, 2,7% hier quasi die Rendite auf der laufenden Basis, aber dass der Gesamtertrag in den Jahren 2018 und 19 ja bei fast 11% pro Jahr lag. Und die Differenz, der kommt im Endeffekt aus diesem Capital Growth, aus dieser Multiplikatorenausweitung. Das heißt, man ist einfach bereit, für das Mehrfamilienhaus nicht mehr das 20-fache der Jahresmiete zu zahlen, sondern eben das 23-fache. Und diese Veränderung in dem Faktor von 3, das ist eben genau das, was Sie hier eben in diesen gelben Balken sehen. Und hier muss man natürlich auch sagen, das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, etwas, was wir am Aktienmarkt ja durchaus stärker gewohnt sind, was man im Immobilienmarkt aber seltener sieht, ganz einfach deswegen, weil man es auch gar nicht präsent vor Augen geführt bekommt.
Das heißt, wir kommen aus einem volkswirtschaftlichen Umfeld, was in Deutschland nahezu optimal war. Die Zinsen für Deutschland viel zu niedrig über viele Jahre nach der Finanzkrise. Die extrem positiven Tendenzen am Arbeitsmarkt, die führen natürlich zu entsprechender gesamtwirtschaftlicher Nachfrage. Dazu die Nachfrage auch aus dem Ausland, aus anderen Ländern der Eurozone, die versucht haben, im Rahmen der Euro- und Staatsschuldenkrise 2011 fortfolgende Gelder bei uns in Deutschland sicher anzulegen. Und da kauft man natürlich Immobilien. Daher nochmal der Blick auf das volkswirtschaftliche Umfeld, exemplarisch hier auf den IFO-Geschäftsklimaindex, einer der viel beachteten Konjunkturindikatoren für Deutschland. Und da brauchen Sie jetzt kein Volkswirt sein, um sich klarzumachen, dass wenn Sie eine Volkswirtschaft, eigentlich eine globale Wirtschaft bewusst in ein Koma setzen, dann müssen natürlich sämtliche Konjunkturindikatoren kollabieren. Ob das Einkaufsmanagerindizes sind, ob das Arbeitslosen Anträge sind und ähnliches. In den USA haben wir jetzt ja jüngst einen sehr spektakulären Anstieg gesehen auf rund 3,3 Millionen Anträge. Das dürfte nicht gewesen sein. Auch in Deutschland Kurzarbeit und ähnliches wird massiv nach oben gehen. Also von daher, die Rezession ist sicher. Die Kernfrage, die wir momentan uns stellen müssen, ist, was die Dauer angeht, weil letztendlich werden die Vermögenspreise, sei es im Aktienmarkt, aber natürlich auch im Immobilienmarkt, die werden natürlich auf unterschiedlichen Punkten der Zeitschiene eine Funktion dessen sein, wie viel Stillstand und welcher Schaden bereits eingepreist ist, welcher Schaden durch die Konjunkturprogramme kompensiert wird und was halt eben darüber hinausgeht. Und ich glaube, dass wir insbesondere in der Eurozone werden wir feststellen, dass wir mit den jetzigen Konjunkturmaßnahmen noch nicht ausreichend hier aufgestellt sind. Da wird die Europäische Zentralbank nochmal nachlegen müssen. Wir werden Konjunkturprogramme sehen. Und das natürlich alles Themen, die zu einer Verunsicherung führen, die dazu führen, dass die Konsumenten vielleicht weniger konsumieren, sondern eher mehr sparen. Sparen aber nicht im Sinne von, dass sie jetzt im Endeffekt Immobilien kaufen, um hier bei der Vermögensklasse zu bleiben, sondern dass sie natürlich ihr Geld erstmal aufs Konto legen, Negativzins und Inflation hin oder her, weil man eben sagt, ich will jetzt ein bisschen defensiver sein, ich will mal abwarten, was passiert. Also sprich, wir haben hier wirklich einen Schock, der auf der Angebotsseite wirkt, auf der Nachfrageseite. Also hier kommt wirklich vieles zusammen durch dieses künstlich gewählte Koma, was wir hier aktuell sehen. Das Ganze als globales Phänomen trifft natürlich eine exportorientierte Wirtschaft wie Deutschland besonders stark. Ich glaube, auch das ist gesunder Menschenverstand. Von daher bei der Wirtschaft momentan sehr, sehr große Unsicherheit, viel Stochern im Nebel. Sie können jetzt einfach die Prognose nehmen, was den wirtschaftlichen Schaden betrifft, die ihrem eigenen Kurs so entspricht. Ich glaube, die momentan Mainstream-Meinung ist, wir haben einen Shutdown bis Ende April. Ab Ende April sieht man entsprechende Lockerungen und man hofft dann dementsprechend, dass der Schaden, der massiv ist, vielleicht dann in der Kombination aus dem vierten Quartal 2020 plus dem ersten Halbjahr 2021 kompensiert ist. Aber wir haben jetzt erstmal noch einen sehr harten Schnitt und der trifft eben nicht nur die Börse, der trifft eben in der Tat sehr viele Personen hier in Deutschland. Und das zieht sich dann natürlich durch die gesamte Kette auch der Volkswirtschaft. Am Immobilienmarkt sieht man aktuell davon noch relativ wenig. Können wir mit den Maklern und Marktteilnehmern sprechen, dann sagen die, der Markt ist eigentlich in vielen Fällen aktuell eingefroren. Also sprich, da passiert nicht viel. Es wird das abgewickelt, was ohnehin im Fluss ist. Aber insgesamt merkt man natürlich, dass die Aktivität im aktuellen Umfeld stark zurückgefahren wurde. Und dementsprechend mal der Blick auf die börsennotierten Instrumente. Und was ich Ihnen hier mitgebracht habe, ist mal auf Sicht der letzten Jahre, konkret seit dem Beginn des Jahres 2007. In Orange sehen Sie die Deutsche Wohnen, also das ist eine Immobilienaktiengesellschaft, die im Wesentlichen sich im wohnwirtschaftlichen Bereich beschäftigt. Deutsche Euroshop hier in dunkelblau. Natürlich eher Center und ähnliches Thema, also deutlich konjunktursensibel und Aktien global habe ich Ihnen auch nochmal mit reingepackt. Und was Sie hier erstmal sehr schön schon mal sehen können, dass der weniger konjunktursensible Teil des Immobilienmarktes, Wohnen, dass der sich hier relativ stabil gehalten hat. Da sehen Sie, da ging es entsprechend runter. Jetzt aber auch schon wieder ein bisschen hoch mit der jüngsten Markterholung in der letzten Woche. Und dass im Gegensatz dazu eben der sensitivere Teil, also hier der Konsum und der zyklischere Aspekt, der ist deutlich stärker nach unten gegangen hier in der jüngsten Korrektur, hat sich aber auch seit 2015 im Trend auch schon abgeflacht. Also das sind Themen, die man auf dem Schirm haben sollte und daher auch wahrscheinlich zu erwarten,
dass die unterschiedlichen Segmente des Immobilienmarktes sich unterschiedlich verhalten. Wohnen ist die defensivste Vermögensklasse grundsätzlich. Sie hängt weniger an der Konjunktur. Aber auch das muss gesagt sein, wir haben ja keine klassische Rezession, sondern wir haben ja wirklich einen Stillstand der Wirtschaft. Also etwas, was wir bisher noch nicht kannten, das alles gekoppelt mit Maßnahmen der Regierung. Sie kennen das alles. Es dürfen keine Kündigungen ausgesprochen werden. Man kann die Miete stunden, wenn man das nachweisen kann. Also nicht so wie Adidas, sondern sie müssen es wirklich nachweisen, müssen dann aber einen gewissen Zins zahlen für diese Zeit von, ich glaube, 5% über dem Basiszins. Basiszins aktuell negativ, also sind es rund 4%. Also das ist ein bisschen so ein Thema. Und ich glaube, dementsprechend kann man auch aus der Marktentwicklung hier momentan ableiten, dass dieser Konjunkturpessimismus, der ist sehr, sehr stark hier in dunkelblau dargestellt, für den konjunktursensiblen Teil darstellt. Defensiver ist das Thema Wohnen. Aber auch hier muss natürlich klar sein, auch bei Wohnen ist sehr schwer abzugreifen auf der Kapitalanlageebene, inwieweit natürlich hier politische Maßnahmen sich auswirken würden, wenn eben diese Corona-Krise, dieser bewusste Stillstand jetzt nicht nur in Anführungsstrichen einen Monat dauert, sondern wenn wir wirklich vielleicht eine Phase hätten, dass wir über 3, 4 Monate Stillstand sprechen oder wenn man feststellt, dass eben die Beendigung der Situation, die wir momentan haben, eben doch nicht so schnell in einer schnellen Erholung sich auswirkt, sondern hier wirklich die Wirtschaft deutlich stärker getroffen ist, als es momentan vielleicht viele annehmen. Das momentan nicht abzusehen, aber ich denke, man ist wichtig, dass man hier ein bisschen auf Sicht fährt und sich die Situation eben anschaut. Jetzt Prognosen über 2, 3 Jahre, die bieten sich konkret hier nicht an. Wo Prognosen relativ sicher und einfach sind, ist zumindest beim Thema der Geldpolitik. Die Geldpolitik wird alles tun, um das Finanzsystem stabil zu halten. Die Geldpolitik wird alles tun, um die Defizite der Staaten zu finanzieren. Da gibt es natürlich einiges an Diskussionen, auch zwischen den Ländern, das sehen wir gleich. Aber alles in allem an der Liquidität und am Zins wird es nicht scheitern. Und deswegen hier nochmal auch das dargestellt im Kontext der Inflation. Sie sehen das schon. 5-jährige deutsche Staatsanleihen rentieren aktuell bei minus 0,7%. Bei einer Inflation von offiziell 1,4% haben wir also 2,1% Kaufkraftverlust mit sicheren Staatsanleihen, Kontoguthaben. Sofern negativ verzinst, sind sie auch bei minus 2%. Und Sie sehen schon, selbst wenn Sie im Endeffekt Unternehmensanleihen kaufen, haben Sie gerade mal eine Rendite nach Abgeltungssteuer von 1,6%. Inflation liegt bei 1,4%. Selbst da haben Sie ein Minus. Das heißt, das Thema finanzielle Repression, das bleibt aus der Vermögensanlageperspektive weiterhin das bestimmende Thema. Das erklärt vielleicht auch, warum der Aktienmarkt noch nicht weiter nach unten gegangen ist. Das erklärt vielleicht auch, warum an strategischen Aktienquoten im aktuellen Umfeld festgehalten werden sollte. Risikomanagement, das ist das eine, aber einen totalen Abbau der Aktienpositionen halten wir für nicht sinnvoll, weil dann schwanken sie immer zwischen: Ich möchte mich inflationstechnisch absichern und brauche Aktien, oder ich habe Angst um den Aktienmarkt und gehe aufs Konto. Und wenn Sie da ständig hin und her springen, dann haben Sie natürlich einen Haufen Rendite, die Sie liegen lassen. Also eine Strategie, die nicht wirklich erfolgreich sein kann. Also finanzielle Repression bleibt das strategische Thema. Die Notenbanken sind da sehr aktiv. Wir werden vielleicht sogar perspektivisch sehen in einigen Jahren, dass die Staatsanleihen, die die Notenbank heute kauft, um die Corona-Krise und viele alte Probleme hier zu lösen, dass man diese Staatsanleihen einfach irgendwann aus Sicht der Notenbank den Staaten erlässt, dann würde die Staatsverschuldung sich massiv reduzieren. Ich denke, das kann man vor dem Hintergrund der Herausforderungen rund um den Klimawandel, vor den Herausforderungen rund um das Thema Corona, wie aktuell oder auch sonstiger gesellschaftlicher Herausforderungen relativ gut begründen. Von daher ein Thema, was wir sehen. Wir werden hier weitere Eingriffe in das System sehen. Das hat in vielen Stellen nicht mehr viel mit Kapitalismus zu tun. Wir sind da ein bisschen im Zinssozialismus, aber der ist auch durch die Notenbanken und durch die Gesellschaft natürlich auch gewollt, weil wir natürlich sonst andere und größere gesellschaftliche Herausforderungen hätten. Dementsprechend Eurokrise 2.0, immer ein wichtiges Thema. Denken Sie daran, Immobilien in Deutschland sind natürlich von Einwohnern anderer Länder wie Griechenland, Portugal, Spanien natürlich durchaus ein Thema. Wenn man sagt, ich traue der Eurozone nicht über den Weg, dann packe ich eben ein paar Vermögenswerte in den sicheren Hafen der Eurozone. Das ist natürlich auch Deutschland. Von daher zum einen gegebenenfalls sehen wir vielleicht Effekte, die wir aus der Eurokrise 1.0 kannten, also steigende Nachfrage von Ausländern nach deutschen Immobilien. Und natürlich gleichzeitig die Thematik, dass
damit auch die Zinsen, da sie für die Eurozone insgesamt gestaltet werden müssen, für Deutschland weiterhin zu niedrig sind, was dementsprechend den Anlagenotstand in Deutschland befeuert und dementsprechend auf Sicht von 1,5, 2 Jahren der Anlagenotstand wieder sich so darstellt, wie wir das im Februar gesehen haben. Und dass dementsprechend auch die Nachfrage nach Vermögenswerten, die keinen großen sichtbaren Preisschwankungen unterliegen, die noch in irgendeiner Form einen laufenden Cashflow abwerfen, hier dementsprechend auch die Kapitalanlage Immobilie nämlich durchaus wieder unterstützen. Eurokrise 2.0, das bringt uns natürlich leider Gottes zu Italien. Ich habe Ihnen hier nochmal ausgewählte Parameter mitgebracht und hier sehen Sie oben links die reale Wirtschaftsleistung von Italien seit dem Jahr 2000. Und da sehen Sie die Eurozone insgesamt hier oben in Orange. Also da gab es ein Wachstum auf realer Basis und Sie sehen, Italien ist quasi in den letzten 20 Jahren nicht gewachsen. Und wenn Sie Steuern und Sozialversicherungsaufkommen natürlich aus der Wirtschaftsleistung extrahieren, dann hat das natürlich seine Folgen. Arbeitslosenrate, natürlich auch sehr wichtig für die volkswirtschaftliche Wertschöpfung, für das Thema Populismus, für das Thema Regierungsstabilität. Hier oben sehen Sie Italien, hier unten sehen Sie die Eurozone, also auch Italien sehr stark angeschlagen. Staatsverschuldung, Italien rund 130%, Eurozone im Gesamten bei unter 90. Das wird jetzt hier natürlich auch für die Eurozone entsprechend nach oben gehen, was die Konjunkturprogrammfinanzierung angeht. Aber bei Italien wird das natürlich auch nach oben gehen und dann stellt man sich natürlich die Frage, wie soll das finanziert werden? Dementsprechend Jugendarbeitslosenquote unter 25 Jahren. Auch das ein Thema. Sie sehen es hier. Italien roundabout 30%, also auch deutlich höher als in der gesamten Eurozone. Haushaltsdefizit. Auch da Italien deutlich im negativen Bereich im Vergleich zur restlichen Eurozone. Und das alles ja, bevor wir die Einflüsse haben der jetzigen Situation. Das heißt, die volkswirtschaftlichen Kennzahlen von Italien, die werden leider Gottes desaströs sein und das erzeugt natürlich Druck auf die Geldpolitik, das erzeugt Druck auf die Europäische Union. Also da gibt es ein ganz, ganz großes Thema und an der Stelle darf man nicht vergessen, die Europäische Union ja ohnehin durch die ganze Thematik rund um das Thema Flüchtlinge, Flüchtlingsintegration, Schutz der Grenzen ja ohnehin sehr, sehr stark strapaziert. Also für die Europäische Union und dementsprechend auch für den Euro. Da gibt es natürlich durchaus Spannungspotenzial und dieses Spannungspotenzial heißt natürlich, die Geldpolitik bleibt aktiv, die Zinsen bleiben unten. Wir sehen Eingriffe der Notenbanken in den Preisbildungsmechanismus bei Anleihen. Das drückt die Renditen der Anleihen nach unten. Das ist gut, weil es senkt die Finanzierungszinsen oder hält sie unten. Das erhöht aber natürlich das Risiko von Inflation. Das erhöht das Risiko oder zumindest die Angst, was die Währungsstabilität betrifft und von daher. Diese Aspekte, die haben wir alle schon mal gesehen und die könnten natürlich nach diesem disinflationären, nach diesem deflationären Schock, den wir momentan durch diesen massiven Konjunkturabfall, durch die sichere Rezession erleben, im Zeitablauf natürlich wieder in die Richtung drücken, dass wir dann entsprechend hier wieder Effekte sehen, die wir schon nach der Eurokrise gesehen haben. Und das würde natürlich die Anlageklasse Immobilien, insbesondere Wohnimmobilien, unterstützen. Aber der Punkt ist ganz klar, das auf dem Zeitstrahl zu antizipieren, das ist natürlich sehr schwierig. Am Aktienmarkt gehen wir davon aus, geht erst nochmal ein bisschen runter, bevor dann über den Zeitverlauf es wieder ordentlich stark nach oben geht. Am Immobilienmarkt das Ganze noch schwieriger zu timen, weil Sie sehen ja bei Immobilien, wenn sie nicht gehandelt werden, sehen Sie ja die Preise nicht. Also Immobilien sind da ja nicht in jeder Hinsicht ehrlich, weil sie kriegen ja nicht jede Woche einen Preis, sondern nur, wenn sie verkaufen. Und von daher habe ich Ihnen ja auch mal die Immobilienaktien gezeigt, weil die das natürlich deutlich transparenter auch hier abbilden. Insgesamt, Planung ist erforderlich und ich habe Ihnen das hier mal mitgebracht, wenn Sie sich mit dem Kauf einer Immobilie beschäftigen, beispielsweise zur Kapitalanlage. In den vergangenen 10 Jahren konnte man nicht viel falsch machen, man musste halt kaufen und dann ist der Markt gestiegen. Der Rückenwind war extrem groß. Jetzt sehen wir, dass die Preise, die Verhältnisse schon stark gestiegen sind. Denken Sie an meine Grafiken von Empirica, von der UBS. Auch die Bundesbank hat ja schon eine Studie gebracht zum Thema Immobilienpreise in Deutschland. Also wer das finden will bei Google, der findet das ja sehr problemlos. Deswegen umso mehr muss man planen, umso genauer muss man auch rechnen. Ich habe Ihnen das hier mal mitgebracht. Geht jetzt nicht um die Werte. Also wenn Sie jetzt sagen, für einen Kaufpreis von 200.000 bekomme ich dann welche Miete und ähnliches. Hier geht es mir nur darum, insgesamt klar zu machen,
Man muss jetzt ein bisschen mehr rechnen, man muss ein bisschen mehr planen, man muss sich genau anschauen, inwieweit decken meine Zins- und Tilgungszahlungen nach Steuer die Aufwendungen. Kann ich es mir leisten, mal 3 oder 6 Monate keine Miete zu erhalten? Geben meine Rücklagen das her? Wie sieht die Konzeption insgesamt aus? Welchen Zinsanstieg kann ich mir leisten? Weil wir vielleicht aufgrund der Tatsache, dass Deutschland für andere Länder der Europäischen Union mit seiner Bonität bürgen muss, dann könnte das zu temporären Zinsanstiegen führen. Temporäre Zinsanstiege verteuern die Baufinanzierungskonditionen, führen gleichzeitig zu weniger Nachfrage, also dann steigen die Zinsen und die Kaufpreise gehen nach unten. Dann ist genau das negative Gegenteil des positiven Rückenwindes, den wir jetzt über die letzten 10 Jahre hatten. Also von daher, der Appell muss sein, mehr rechnen, mehr Planung. Nicht, weil sie die Zukunft genau vorhersehen können, sondern um das Ganze im Kontext abzudecken und vor allem auch die verschiedenen Implikationen eines Immobilienerwerbs, was ja durchaus eine komplexe Geschichte ist, weil sie haben Zahlungsströme aus Mieten, sie haben Zahlungsströme aus Zinsen, das ist beides steuerlich relevant. Sie haben eine Tilgung, die ist steuerlich nicht relevant, ist aber ein Zahlungsfluss. Sie haben eine Abschreibung, die ist kein Zahlungsfluss, ist aber steuerlich relevant. Das alles muss natürlich zusammengebracht werden, muss in die bestehende Vermögensstruktur und die Planung integriert werden, um dann auch zu schauen, auf welche Renditeerwartung, wie im Beispiel hier, komme ich denn? Ist die denn angemessen für das Risiko? Ist die angemessen für die unsichere volkswirtschaftliche Lage, die auch meine eigene Einkommenssituation verändern kann? Ist der Mietertrag, den ich hier berechne zum Verkehrswert, angemessen oder ist der eigentlich zu niedrig, weil der Verkäufer, wenn ich heute eine Immobilie kaufen möchte, immer noch so ein bisschen in seiner Immobilienpreisblasen Welt und Preisvorstellung drin hängt, die aber gar nicht mehr zum deutlich unsicheren ökonomischen Ausblick für Deutschland und die globale Wirtschaft passt. Was können wir für Sie an dieser Stelle tun? Klar, Erstellung und Begleitung der Finanzplanung als elementares Thema. Da hakt schon an vielen Stellen, wenn wir Anleger und Menschen neu treffen. Vermögensstrukturberatung, Optimierung aus verschiedenen Perspektiven. Das ist natürlich relevant bei einer entsprechenden Vermögensgröße, aber auch jemand, der es anfängt, ihr Vermögen auch zu bilden. Da kann man zumindest mal die inhaltlichen Grundlagen legen, um in der Zukunft hier eine vernünftige Prozesskette für finanzielle Entscheidungen zu haben. Dann Finanzierungskonstruktion, Marktüberblick. Wo hole ich mir momentan welches Darlehen? Welche Zinslaufzeiten machen Sinn? Welche Zinsbindung? Bei bestehenden Darlehen macht es Sinn, über Vorbehaltdarlehen nachzudenken? Welche steuerlichen Aspekte spielen mit rein? Also das auch eine Dienstleistung, die wir mit anbieten. Decken das dann natürlich auch im Rahmen der Finanzplanung mit ab und abschließend natürlich auch die Vermittlung von Darlehen. Ich glaube, da hier, wir haben rund 450 finanzierungsgebende Institute, Banken, Sparkassen, Bausparkassen und ähnliches. Also dieser Marktüberblick ja durchaus ein wichtiges Thema. Und denken Sie immer dran, auch nach meinen eigenen Ausführungen, so viel Selbstkritik muss sein. Gute Ratschläge gibt es viele. Meinungen kann jeder gerade aktuell sehr gut begründen, aber die persönliche Situation ist entscheidend und das bringt uns wieder hier zum oberen Punkt, nämlich zur privaten Finanzplanung und auch eben der Abbildung von Ihren Plänen, von Ihren Erwartungen, eben was Einkommen, was Cashflows, was Preisentwicklung betrifft, wirklich in eine Finanzplanung, um vor der Investition zu schauen, ob man an alles gedacht hat, an was man denken muss. So, meine Damen und Herren. An der Stelle wäre ich auch mit meinen Ausführungen zu Ende.